بسم الله الرحمن الرحيم. Das Essen in der Hölle ist Feuer, liebe Geschwister. Das Trinken ist Feuer. Alles in ihr ist Feuer, liebe Geschwister. Wir müssen uns das vorstellen. Wir müssen uns immer diese Bilder durch den Kopf gehen lassen. Für viele Muslime wird für einen Zeitraum, für eine Zeitspanne die Hölle ein Aufenthaltsort sein. Und Allah sagt, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. Und die Hölle ist wahrlich eine Begegnung und eine festgesetzte Zeit. Und ihre Begegnung mit der Hölle ist schon festgeschrieben. لها سبعة أبواب. Diese Hölle hat sieben Tore. Und Allah Azza wa Jal hat diese Hölle, die er vorbereitet hat für die Übeltäter, hat sie 1000 Jahre erhitzt. Die Hölle selbst 1000 Jahre erhitzt, bis sie rot wurde. Und hat sie 1000 Jahre nochmal erhitzt, bis sie weiß wurde. Und hat sie nochmal 1000 Jahre erhitzt, bis sie schwarz und dunkel wurde. In dem Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte er zu den Sahaba, dass Allah azza wa jal die Temperatur in der Hölle, die Temperatur und die Hitze des Feuers um das 70-fache vervielfacht hat über das Feuer, das wir kennen in diesseits. Und die Sahaba sagten, oh Gesandter Allah, es würde genügen, wenn es nur das Feuer wäre, das diesseits. الله أكبر. Am Tag der Auferstehung, يوم القيامة, der Tag, der uns bald erwartet, jeden von uns, liebe Geschwister. Dieser Tag ist sehr nah. An diesem Tag, wenn alle Geschöpfe, die je gelebt haben, gläubig und ungläubig versammelt werden, an einem Ort, und die Hölle herbeigezogen wird von 4,9 Milliarden Engeln, gewaltigen Engeln, 70.000 Seile. Und dann wird die Hölle herbeigezogen und die heult. Diese Hölle, die heult auf und die schreit und die pfeift und die atmet und die gerät in Wallung. Und sie will sich losreißen von den Malaika und sich losreißen von den Seilen der Engel und will auf die Menschen los, damit sie sie verbrennt für ihre Sünden, damit sie sich rächt vor Allah Azza wa Jal. Wie wird deine und meine Lage sein, liebe Bruder und liebe Schwester? Wie wird dein Tag sein? Wie wird deine Reue sein, wenn du die Hölle siehst? Und du glaubst an die Hölle und die wird herbeigezogen und du siehst sie mit deinen Augen. Wie wird deine Situation sein? Wie werden deine Gefühle sein und deine Angst und deine Reue? Aber die Reue wird dir nichts nützen. Deswegen bereue heute, liebe Bruder und liebe Schwester. Bereue heute, bevor dir die Reue nichts mehr nützt. Am Tage, da die Hölle aufheulen wird und sie wird sprechen, die Hölle wird sprechen und sagen, ich räche mich heute für diejenigen, die du erschaffen hast, du Allah, und die andere angebetet haben. Ich werde mich rächen an jede, die du versorgt hast und trotzdem waren sie sündhaft. Ich werde mich rächen an diese, denen du deine Gnade und deine Gunst erwiesen hast, aber die dich vergaßen.
Die Hölle wird zischen und die heult auf und atmet und ihre Hitze kommt näher und alle Geschöpfe gehen in die Knie. وَيَوْمَ تَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. Alle Ummen, alle Gemeinschaften, alle Menschen werden in die Knie gehen. Und Allah hat es extra deswegen eine Sure so genannt, wegen diesem Augenblick, wegen diesem schweren und dieser Situation. Und dann ruft Allah Azza wa Jal den Urvater, den Propheten Adam alayhi salam heraus und sagt zu ihm: O Adam, O Adam, hol raus die Leute, die in die Hölle gehen, von denen, die ins Paradies gehen. Bi'athan nar. Und dann sagt Adam alayhi salam zu Allah: Wer ist denn Bi'athan nar? Und dann wird Allah Azza wa Jalla zu ihm sagen: O Adam, hol von tausend Menschen 999 raus, die in die Hölle gehen, und einen ins Paradies. 999 Menschen von tausend. Fürchte Allah für diese Zahl, liebe Bruder und liebe Schwester. In diesem Augenblick werden die Mütter ihre Säuglinge vergessen und die würden ihre Bürde abwerfen, die Schwangeren werden ihre Bürde abwerfen und du wirst sehen, wie die Leute trunken sind, doch sind sie nicht trunken, aber die Strafe Allahs ist gewaltig und an diesem Tag wirst du sehen, wie die kleinen Kinder graue Haare bekommen. يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, wie Allah sagt im Koran. Allahu Akbar. Subhanallah, und der Prophet ﷺ sagt in einem Hadith über diesen Shajarat al-Zaqum, sagte darüber: Wenn von diesem Baum ein einziger Tropfen auf diese Erde fallen würde, so würde er das ganze Leben auf dieser Erde vernichten. Dann wie ist das mit demjenigen, der von diesem Baum essen und trinken muss, dessen Nahrung dieser Baum sein wird? Wie wird es mit demjenigen sein? Ich weiß nicht, was ich euch von dieser Hölle beschreiben soll, wie ich euch diese Hölle beschreiben soll. Was soll ich euch von einer Hölle, über eine Hölle sagen, die selbst bei Allah vor sich selbst Zuflucht sucht. Die Hölle selbst sucht Zuflucht vor sich selbst, weil die so schlimm ist und so heiß ist und so schlimm ist. Sie sucht selbst Zuflucht bei Allah. Sie nimmt Zuflucht und sucht Zuflucht bei Allah vor der eigenen Hitze. Deswegen müssen wir uns selbst und uns selbst ermahnen mit dieser Sache, mit dieser Tatsache, mit dieser Wahrheit und die anderen ermahnen. Möge Allah uns vor dieser Pein und vor dieser schmerzlichen Strafe bewahren. Möge Allah uns vor dieser Strafe bewahren. Möge Allah uns und unsere Haut dem Feuer verbieten, dass sie unsere Haut verbrennt. Möge Allah für uns das Paradies als Wohnstätte gewähren und uns die Hölle und die Strafe in der Hölle verbieten für unsere Haut und für unseren Körper. Möge Allah Azza wa Jalla alle Gläubigen davor bewahren, dass sie selbst für eine Sekunde in die Hölle kommen. Möge Allah Azza wa Jalla uns alle beschützen und uns vergeben.